und ein Wunderschön. So, okay, ja. Ach ja, das Leben von Ponyhof, hätte gern. So, wir wollten in die Richtung weiterlaufen, in die Richtung Klaue. Ich habe noch ein Pilz, an dem ich aber nicht rankomme. Danke. Und es sind drei rote Pilze. Ja, stimmt, der richtige Pilzbiome gibt es hier auch noch. Fällt mir gerade ein auf. Auffallenderweise ein. Doch, wenn man vom Pilz, wow, wenn man vom Teufel redet, ist er natürlich auch direkt zur Stelle. Mir fällt gerade ein, vielleicht sollten wir uns auch gar nicht. Oh, Alter, ist ja richtiger, was los? Mir fällt doch gerade ein, vielleicht sollten wir uns von unserer Basis gar nicht so sehr wegbewegen. Alter, wie viel. Alter, wir könnten hier so viele Pilze jetzt gerade abbauen. Meine Fresse, guck mal. Bei jedem Ding kriegt man zwei Pilze. Und hier ist einfach alles voll damit. Ja, ich würde mal sagen, damit ist dann wohl unsere Lebensration gesichert, ne? Also, tschö. Nur 30 Pilze einfach schon. Gut. Ganz ehrlich, wir machen einfach zwei Stacks voll. Das reicht. Dann haben wir pilztechnisch ausgesorgt. Das reicht für die nächsten 3 Jahre. Also in-game. In echt wäre das denn 3 Sekunden. Wieso baue ich eigentlich gerade alles mit meinem Messer ab? Hat das irgendeinen besonderen Grund? Hä? Macht man das so heutzutage? Oh, jetzt scheiß mal hier mit dem Stein ab. Der dabei wird es kein Auerwehwehchen, ja, ist ja nicht sehr nett. Ja. Dankeschön. Wird das schon viel zu viele? Oh, Alter, genau einer reicht noch. Danke. Einer ist sicher. Bitte. Wow. Lol. Okay. Die Dinger arbeiten ja additiv und nicht destruktiv. Nice. Ja, hier im Baum auch. Der Unterschied ist, ich weiß nicht mehr bei was. Es war, glaube ich, sogar bei Minecraft. Da war das so, dass wenn... Hier ist Pilz, ne? Und wenn der Pilz und der... Oder besser gesagt, ist hier ein Beispiel. Angenommen, es wäre jetzt erst der Baum gewachsen und dann wäre der Pilz gekommen. Hätte der Pilz komplett praktisch einen Buddy gehabt, hätte also wäre er runtergegangen und hätte in dem Bereich einfach alles ersetzt mit Luft. Das heißt also, der Baumstamm wäre weg und die Blätter im Pilz wären auch alle weg. Das wäre alles Luft gewesen. Halt diese Luftklötzchen, die man hier halt überall drumherum hat. Aber hier hat man den Baum immer noch und der Pilz ist wirklich nur da gewachsen, also hat praktisch nur das überschrieben, wo auch wirklich Pilz ist. Und das ist... Hä? Da ist ja auch schon so ein Doppelpilz. Ah ne, der ist auch einfach nur... Ne, der sieht doch anders aus. Und das ist doch schon nice. Boah, Alter, hier sind auch wieder Pilze ineinander gewachsen. Was ist denn hier... Hä? Oh, der war schon zu viel. Fuck you. Weg. Das ist ein fucking Pilzhaus. Ist aber selbst gebaut, oder? Also, davon habe ich jetzt noch nichts gehört. Ja, ist jetzt gebautes Holz drin. Da ist Holz in der Hütte. Hätte mich doch schon gewundert, wenn hier Holz in der Hütte wäre. Wenn es hier so Holzdinger da sind. Ich meine, kann ja sein, ne? Kann ja sein, dass es so als Easter Egg so gedacht ist. Komm nicht dran. Wie so diese Schlümpfenhäuser, wo dann praktisch, ja, kennt man. Ich meine, diese Pilzriesen-Dinger hier sind ja sowieso relativ frei erfunden. Ich meine, man wird wohl kaum vom echten so riesen Pilze sehen. Daumen ist auch schon wieder gebaut. Schade, ich denke, wir finden hier mal ein bisschen ruhigeres Plätzchen. Was? Oh, wir laufen ja zurück, kann das sein? Was hier ein bisschen ungebauter ist. Wo es ein bisschen ruhiger ist. Aber irgendwie schaffen wir das wohl doch nicht so ganz. So,
Was wir zuallererst machen, wir nehmen unsere Workbench, die da, klatschen die mal irgendwo hin, da zum Beispiel. Und jetzt 1, 2, 3. Ach, kriegt man ja gleich 4 Stück. Ach du Scheiße. Ja komm, Deal Visit. Wir brauchen aber erstmal nur eine. Weil das Problem ist, es ist halt wie alles andere nicht stapelbar. Das heißt also, hiervon wollten wir immer nur eine dabei haben. Ansonsten brauchen wir allein hierfür, wenn wir die vier voll machen, brauchen wir auch 4 Slots. Und das ist natürlich eine absolute Verschwendung. Siehst du, brauchen wir eigentlich die Workbench dafür? Nee, ne? Die Workbench brauche ich nur für die Schüssel an sich. Auffüllen kann ich den auch ohne. Guck mal ganz kurz. Ja, siehst du, auffüllen kann ich auch ohne. Okay. Hätten wir das auch erklärt. Nicey-dicey. Das ist auch wieder bebaut. Ach Leute, immer diese Bastarde, die Sachen in der Luft lassen. Das gibt's doch ja nicht. Verschammelt mir die ganze Umwelt. Komm ich nicht mal ran hier. Genau, deswegen hat er wahrscheinlich doch einfach liegen gelassen, weil, ja, war ihm zu anstrengend. Oha. Okay. Oh, schade. Wollen wir das hier als Unterschlupf benutzen? Das sieht ja gerade mal sowas von geil aus. Ich bin so mit diesen... Oh, lecko mio, das benutzen wir... Ich wollte eigentlich nicht in den Dschungelgebiet, ich wollte eigentlich eher in so einer klassischen Grünfläche. Wow, nicht aufbauen, sondern wegbauen und sowas. Ich bin überfragt, ich wollte eigentlich nicht in den Dschungelgebiet. Ah, nee, geht doch nicht. Im Grunde gehen wir ein bisschen weiter raus hier. Ich meine, das sah schon geil aus, keine Frage. Ach du Scheiße, ich fall natürlich rein. Ich fall natürlich noch weiter rein. Oh komm, gut, wisst ihr, ich bin schon vor hier unten. Dann leck mich doch am Arsch. Ist das doch, das ist doch nicht mehr normal hier, was ist wieder hier gelandet. Oh, okay. Wie das hat sich gelohnt, wir haben Eisen. Trotzdem eine Scheiße hier. Scheiße wieder der Natur. Wieder hier, alle, boah, Alter. Okay, wir haben ausgesorgt. Gut, wir brauchen jetzt unten Unterschlupf, wo wir nicht mehr hochkommen. Siehst du, wir kommen sowieso nicht mehr hoch. Ha! Wir müssen sowieso jetzt gleich mal einen Weg groß suchen. Wisst ihr was? Guck mal, der vor mir hat es gut gemacht. Ich glaube, ich brauche auch einfach mal... Leck doch mal am Arsch hier. Ich brauche mich auch einfach mal ganz kurz hoch. Wir sind hier bum 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 bum. Na komm, 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 komm. Nein. Danke. Wo jetzt? Da war das. Also müssen wir da lang. Ein Schaf! Ein Schaf! Wir können ein Bett bauen. Komm her. Komm her. Ja, Schafe sind jetzt durch den veränderten Multiplikator natürlich jetzt auch Raritäten geworden. Ne? Dann müssen wir natürlich auch ein bisschen darauf achten, dass wir da schnell genug an Wolle rankommen. Ich meine, es ist wie gesagt jetzt auch relativ irrelevant. Einfach aufgrund dessen, dass wir Kind nicht mehr unbedingt ein Bett brauchen. Aber... Wenn wir uns ein Häuslein bauen, dann hätte ich auch gerne doch schon ein Bett da drin. Selbst wenn wir es nicht mehr brauchen, um die Nacht zu überspringen. Alter, hier sind überall nur so eine Riesenbäume. Oh Gott, da sind Riesenbäume, hier ist Dschungel. Gibt es hier auch mal ein normales Biom? Für normale Leute mit normalen Präferenzen. Hä? Abschluss an der Uni, da wird aber nicht so schwer sein hier. Hier geht's auch schon wieder so scheiße runter. Ich hab keinen Bock mehr. Wisst ihr was, Leute? Macht doch, was ihr wollt. Da ist auch wieder beleuchtet. Hier waren also auch Leute. Okay. Ach, da müsste gerade noch wieder Eisen drin geben. Aber ich hab da hätte noch keinen Bock. Ja, da sieht es schon normaler aus. Normaler geht's das Wort? Keine Ahnung. Wir klauen uns mal kurz unser Boot und dann schwimmen wir dahin. Ah, das sind auch alle nur Riesenbäume. Ist doch nicht mehr normal hier, der Ernst, guckt euch das mal an. Zu meiner Zeit sah sowas noch anders aus. Alter, das ist ein Server. Server, glaube ich schon. Dieses Boot.
Pandora. Wow. Was für eine Kunst. Einfach so ein Stück Stecknadel hier. Das ist doch nicht mal normal hier. Ja. Alle bekloppt seid ihr doch. Okay, dann müssen wir schon wieder etwas normalere Bäume, auch wenn mir die Landschaft als solches nicht gefällt, weil das da so hoch guckt. Einfach. Aber wir sind schon mal zumindest schon mal auf dem richtigen Weg. Die Bäume werden normaler. Guck mal hier noch ein bisschen rum. Vielleicht finden wir noch ganz normale Landschaften. Na? Was ist mit der Sonne los? Warum steht die da hinten am Horizont? Ach Gott, Leute. Danke. Vor allem, ich hatte sie auch damals auf 12 Uhr eingestellt. Keine Ahnung, warum die Uhrzeit jetzt da unten war irgendwo. Wobei, wartet mal ganz kurz. Kann das sein, dass es 6 Uhr war? Nee, da wäre es nicht genau auf der anderen Seite. Verstehe ich nicht. Egal. Oh. Ha! Jawoll! Endlich mal normale Leute. So, ich hoffe, es ist einigermaßen umgebaut. Ich hoffe, ich kann mich hier einigermaßen niederlassen. Ja, das ist nice. Das boah, Alter. Der Tower von Babylon. Digga, das gefällt mir. Yep. Genauso Fleckchen abgesucht. Gut. Okay. Fleckchen gefunden. Dann heißt es jetzt wohl in der nächsten Folge. Suchen wir uns auf dieser Insel hier ein schönes kleines Plätzchen. Wobei ich doch schon direkt am Berg bleiben würde. Das macht einfach Sinn. Ah, hier ist er runter. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, dann haben wir doch hier. Och, du Scheiße. Okay, genau. Hier bauen wir unsere Hütte. In der nächsten Folge dann. Schau mit V.